Da hier die erste Runde für ihn bestritten. Er steht ja mittlerweile in der dritten Runde und hat heute Abend also seinen zweiten Auftritt. 9 Tage ist eine Menge Zeit. Er ist nach Hause gefahren. What did you do with your family? A lot of time. Did you watch the Dart Championship? I didn't really watch it. Of course, I watched my friend Vincent. Most of the time, if I watch something, it's a little bit of live scoring. For the rest, spending some time with the family, practice myself, relax. Prepare myself for the next round. That's the most important thing. Also er hat sich natürlich vorbereitet, auch Zeit mit der Familie verbracht, hat aber auch seinen Freund Vincent van der Voort angefeuert. Also da gab es eine Menge zu tun und das Wichtigste ist halt in Form zu sein für das heutige Match. Sein Gegner ist dann tatsächlich heute Abend Ricky Evans. Your next opponent is Ricky Evans. What do you think about him? Ricky and myself, we know each other for a long time, 15, 16 years, because we come from the same youth. We already played, the first time we ever played was like 15 years ago, so we know each other really well. Of course I have advantage, but I already, once before, also lost a game against him. When he's on fire, he can play a really good dart, so I need to make sure over this distance, best of 7 sets, I concentrate myself, put him under pressure straight away and make sure I'm going to win. Also die beiden kennen sich schon ewig lang, 15, 16 Jahre. Er hat auch schon mal verloren und er weiß halt, wenn der richtig in Schwung kommt, Ricky Evans, dann ist er ein gefährlicher Gegner und gerade über die Distanz, dass er ja heute 4 Sätze gewinnen muss. Everybody talks about Fallon Sherrock. What is your opinion about her? She's doing really well. We share the same management. She does phenomenal so far. Of course, you could see Menzo was really struggling. He was nervous from dark number one. He didn't know how to handle it. And when you're in that position, it's really difficult, really tough. But she's an okay player. But as soon as she gets someone from a high top level, I'm not sure if she can do it again. But fair play to her. She did really well, I need to say that. Ja, also das Kompliment für Fallon Sherrock, die uns ja hier begeistert hat und viele begeistert hat. Er selber sagt, Mensch, Menzo Suljovic, ihr Gegner gestern, der war auch so nervös ab dem ersten Dart. Sie spielt gutes Darts, aber ob es für die ganz große Spitze reicht, da ist er dann selber ein bisschen gespannt drauf. Aber klar, bis hierhin gibt es vom Weltmeister ein großes Kompliment für ihre Leistung. Jetzt wollen wir ihn heute Abend erst einmal beschauen. Thanks a lot and good luck for tonight.